ganz kurz als Einleitung vom Video. Also das Video oder das Video, was ich nun jetzt hochlade oder was ihr gerade seht, okay, habe ich vor 2-3 Wochen gemacht. Scheiße, die waren dann weniger raucht. Und der Drucker läuft und läuft und läuft und auch die Calibration Cubes und so, also die Maße und alles passen, alles gut, alles super, also im Prinzip so 20,15 Pi mal Daumen, so ist das Maximum, was bei einem gewissen Stellen nicht passt, aber ansonsten passt er gut. Ich dachte, ich sag das noch schnell. Und ich habe Simplify 3D auch benutzt, um ihn anzusteuern, slicen, wie auch immer. Funktioniert auch gut, nur so als kleines, eine Vorabmeldung. Ja, und jetzt denke ich zum Video nach dem Intro, habe ich letztes Mal vergessen, ja. Also, bis gleich. Ach, fast vergessen. Ich dachte, ich hau das jetzt noch rein. Sonst, weil meine Videos schaut man eh nur ein paar Minuten an und dann lässt man wieder sitzen, weil sie wahrscheinlich zu langweilig sind. Aber darum jetzt noch schnell eine Info oder Eigenwerbung. Ich habe jetzt ein Patreon-Dingsbums, Link in der Videobeschreibung, sollte zumindest drin sein. Ja, und um PayPal.me und hast du nicht gesehen, schaut es an, Videobeschreibung, wer mich donaten möchte, supporten möchte oder whatever, was für scheiß Trigger-Ausdrücke man heute nimmt oder ein Patreonion sein will, kann das gerne machen, dass ich auch, weil ich bin ja kein Geldscheißer, auch weiter neutrale Videos machen kann oder neutral im Prinzip, also nicht zugunsten des Herstellers, sprich für den positiv reden, wenn es einfach kacke ist. Also, das wollte ich noch sagen. Liken, abonnieren, eh klar. Also, bis gleich. Hallo, welcome, dobro dan, merhaba, güle güle, was auch immer, zu ASI TV 2.0 oder Drucker ASI TV. Ja, wo fange ich an? Ich war mir unschlüssig, soll ich heute das Video machen für die gebrauchten Anycubic Drucker vom eBay, wo ich gerade im Testen bin, der Cobra und Cobra Neo. Kurzer Spoiler, nein, da müsst ihr das Video nicht mehr ansehen, was ich vielleicht irgendwann mal mache, wenn ich Lust habe, aber ich sage es trotzdem. Die zwei Drucker, was ich gekauft habe von eBay, gebraucht bei dem Anycubic Store für, was sind das, 83, 84, 86 Euro, keine Ahnung, pro Stück, funktionieren bis jetzt tadellos. Einer hat ein kleines Problem gehabt, das erzähle ich euch dann, also somit. Wenn ihr das Glück habt wie ich, könnt ihr das kaufen. Aber heute geht es um den Sowohl SV07, genau. Ja, hier noch Grüße an den XR Control. Ja, ich hatte am Anfang auch Schwierigkeiten mit dem Drucker. Kleine Schwierigkeiten, gewisse gibt es immer noch. Aber er druckt eigentlich soweit sehr gut, finde ich, und schnell. Und ich denke, das schauen wir uns jetzt mal an. So, gehen wir darüber und zeige euch und erkläre euch kurz mal, ich erkläre euch mal den ganzen Scheiß.
Kurzer Spoiler hier. Seit gestern bin ich stolzer Besitzer eines Rise 3D Pro 2. Und wie ihr seht, er funktioniert. Fantastische Information, nur so nebenbei. Ich sollte mein Thumbnail-Foto noch machen. So, also, wenn ich es noch finde. Wie ihr seht, sieht ihr, dass er druckt. Ich hatte gewisse Probleme. Wie gesagt, habe ich immer noch. Ich bin jetzt gerade daran, um die Vibrationen, vielleicht hört man es mit dem Mikro, und man sieht es, wie es alles wackelt hier und vibriert sozusagen. Ich habe mir verschiedene Kackdinger hier gemacht mit diesen und da und dann auch die von des 3D, hast du nicht gesehen, Ultra, mit den kleinen Nupsis hier. Mehrere Dinge bin ich am Versuchen. Ich versuche gerade wieder was selbst Konstruiertes wieder probieren, weil die Zwischendinger mit TPU hier habe ich auch selbst konstruiert. Aber irgendwie hilft das alles nichts. Er ist schnell. Das funktioniert voll super, ohne Probleme bis jetzt. Also das schnell und ansehbar. Natürlich, wenn man wirklich so schnell druckt, wenn die Layer oder hat ein bisschen Ghosting und so weiter, easy. Mir ehrlich gesagt bei gewissen Dingen scheißegal. Ich zeige euch noch genau die Halter vom Rise 3D, habe ich auch mit dem gedruckt, in 1 Stunde 20, die zwei Stück hier. Und das ist ja, finde ich, top. Also für solche Dinge, zum was schnell drucken, ist der super und er funktioniert. Und wenn man auf 250 mm pro Sekunde den einstellt, also man hat ja das Cura, sowohl Cura-Profil wie auch immer, beziehungsweise das Cura von sowohl, aber es ist ja auf Cura basierend. Und da komme ich eigentlich mit, ich glaube es Fast heißt das dort einfach, dann gibt es noch irgendwie da gibt es komische, müsst ihr schauen, es gibt da irgendeine Chorus und Super Chorus, glaube ich, irgendwas so, aber das Super Chorus und Chorus haben nicht getestet, nur das Fast, und das Fast ist schnell genug. Ich glaube, sonst verjagt es den. Die Temperatur von den Schrittmotoren ist im Rahmen. Schauen wir gerade mal. Ich gucke hier mal. Wir sind ja, 52 Grad, Pi mal Daumen. Ist der noch in der Range. Was ich aber hatte, das Problem, ich weiß ja nicht, ob das der XR-Control auch hatte, dieses Problemchen. Erste Probleme waren Leerversatz. Mein erstes Benji, das was auf dem USB-Stick war dieses. Das nennt man das Benji mit starkem Seitenwind. Oh nein, sorry, falsch. Ich glaube, nein, das war das erste Benji mit starkem Seitenwind. Dann kam das Benji mit starkem Seitenwind, wo ich dann abgebrochen habe, weil eben wieder starker Seitenwind. Dann kam das Benji immer noch im Sturm laufend mit starkem Seitenwind. Und dann kam dann das Benji, wo, ich müsste mich irren, es sind irgendwas mit 20 Minuten, Pi mal Daumen, kann es nicht genau mehr sagen. Ich bin natürlich wieder super vorbereitet mit Tatendrang mit Daten. Ja, aber eben das originale Benji, was drauf ist. Ich glaube, es sind irgendwie so 20, 23 Minuten, Pi mal Daumen, wo er dieses fucking Schiffchen hier ausdrückt, drückt. Und dann habe ich wieder mal eines, und das ist PETG. Muss ich euch ja natürlich auch dazu sagen, das andere war PLA mit der Original 200, na, das ist 200. Egal, es sind 150 oder 200 Gramm Filament oder vielleicht 250, egal, ich bin super vorbereitet, aber ihr kriegt eine Rolle hier. Also, ich bin von sowohl hier, das ist mein erster sowohl, ich habe ja schon über 50 Drucker oder so gehabt, das ist mein erster sowohl, und ich muss sagen, ich bin sehr beeindruckt für das Geld. Hier steht ja der Creality
Ender 3 S1 Pro hast du nicht gesehen. Und der war teurer ohne den Sonic Pad wie der hier mit der Clipper basierenden Firmware und mit wirklich schön eingeordnetem Werkzeug. Ich schweife wieder vom Thema ab, aber es gehört ja noch zum Drucker. Ihr bekommt hier, und das war noch schöner eingeordnet, eine Schublade schön mit hier ausgeschnittenem Werkzeug, Fach, Löcher, whatever. Schraubenzieher hier, Kreuz, flach. Dann eine Art richtiger, also hier Grüße nochmal an den XR-Control wegen Artillerie und so. Der hat wirklich einen normalen Schlüssel. Halleluja! Und dann nicht das einzige. Dann für die Düse und so ein richtig geiles Schlüsselchen. Ey, also, und dann hier noch zum die Nozzle, beziehungsweise unten von oben hier das Zeug rausdrücken, hier das Filament, falls Verstopfung. Also, ja, so die kleinen Dinge des Lebens. Dann hier noch ein kleiner Satz Inbusse, nicht im Bus, sondern aber Inbus. Und hier noch eine Ersatznozzle. Dann haben wir natürlich eine Filamentzange in der Little Big Ausführung und hier einen kleinen Mini-Spachtel, den ich zwar nicht brauche. Er hat ja hier ein Pi-Druckbett, zu dem komme ich ja noch später, das Pi-Druckbett. Ah, sorry, nein, das ist ja nicht ein Pi-Druckbett, warte schnell, genau. Hier habe ich gerade einen Fehler, einen Scheiß verzapft. Das ist ja das Originale. Und so wie es aussieht, ist es ja ein lackiertes Bett. Und hier in der Mitte, seht ihr das, lösen sich fast immer, zumindest mit PETG, Stückchen in der Mitte vom Bett. Aber nichts versagen oder versagen, wie auch immer. Ihr könnt die Creality Enderbetten hier, diese hier, könnt ihr einfach darauf schmeißen. Ihr habt halt hier dann noch die Nupsis hier, könnt auch andere nehmen, aber ihr habt hier halt die Nupsis, was er halt nicht hat für die Führung des Bettes, dass man ist der Anschlag hinten. Aber easy, zack, hat man ein Pi-Bett, ein strukturiertes oder was man auch immer will. Coole Sache. Aber das mit dem Werkzeug hat mich wirklich sehr gefreut. Also wenn ich so denke, wie viel Kackdrucker ich in meinem Leben schon gekauft habe und wie viel Geld ich verlocht habe für das und bei keinem und auch bei teurem war es so schön verpackt, weil es war ja oben hier nochmal eine Schaumstoffschicht, wo danach das Werkzeug oben noch schön drin war, also die habe ich weggenommen, dass ich da runter raufkomme, aber noch nie hatte ich so ein schönes Werkzeugding, echt super. Und das, also im Moment jetzt, zum Zeitpunkt des Videos und zum Zeitpunkt, wo ich diesen gekauft habe von vor 2 Wochen, so irgendwas, kostet er bei AliExpress inklusive Versand, ich glaube 268 Franken. 268 Franken. Krasses Ding. Also, ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben. Das Ding funktioniert, finde ich, bis jetzt wirklich gut. Das Problem, was ich euch nachher sage, kommt noch. Wie auch das nachher ja schon das erwähnt hat. Was bekommt ihr fürs Geld? Eben, Clipper. Klar, ich bin nicht der Clipper, Heini, Hengst und bin der Checker hier. Keine Ahnung, das ist mein erster Drucker vom Clipper. Und ich mag Clipper schon. Ich mag das, dass man mir einstellen kann und auch die mit der IP-Adresse, dass man überall zugreifen kann, etc. Super Sache. Was ich gehört habe, sei es ein bisschen abgespeckt, wie die offene, normale Clipper-Version, aber mir fällt das jetzt ehrlich gesagt nicht auf. Also hier, ich habe keine Ahnung, mein Name ist Hase. So. Aber ich finde es noch cooler, was ihr dazu, also ich finde, ja, ich kann hier nicht sagen, mich so wohl Fan oder so. Das ist ja mein erster. Aber ich finde es interessant, was man für das Geld eigentlich bekommt. Man hat hier
Das habe ich zuerst habe ich gedacht, hä, was ist der Scheiß? Habt ihr hier noch so ein Pack Schräubchen? Dann habt ihr hier noch ein Pack Mutterchen da. Dann habt ihr hier noch Abstandshalter. Dann habt ihr mir so gefragt, für was ist denn das? Hey, man könnte, wenn man will, warte, das lege ich hier schnell hier drauf. Man könnte, wenn man will, das Bett fix auf die, auf den Schlitten, auf die Druckplattform, wie auch immer, schrauben, ohne die Rädchen hier, also ohne die Einstellfunktion. Easy, finde ich nur cool. Man kann umrüsten, ist dabei. Und wiederum, das sind so kleine Sachen, da könnte ich richtig abspritzen. Für das Geld, die Rädchen sind aus Metall. Und wieso schaue ich mir wieder in den scheiß Bildschirm? Eigentlich sollte ich mich heiraten. Aber eben, aus Metall. Kurze Pause. Aber super, bin ich schon Fan. Fan, so Metall. Und hier, Metall, eine Metallplatte, nicht Kunststoff, Metall. Ihr merkt, Metall ist mein Freund. Macht doch irgendwie so schizophrener Sinn. 3D-Drucker, 99% Kunststoff drucken. Klar, man könnte auch Metall drucken, aber das ist ein anderes Thema. Und ich mag Metall. Ja, Schizophrenie, komm raus. So, aber egal. Okay, die Farbe, ja, ist jetzt nicht meine Farbe, aber egal. Haben wir das. Dann ist noch dabei ein Handbuch. Und ich finde es wirklich, zwar nicht, leider nicht in Deutsch, aber rein jetzt von dem, wie es aufgebaut ist, finde ich es auch gut. Ein schönes Handbuch. Und dazu bekommt man noch eine Pi-Druckoberfläche, die man sich vielleicht irgendwo reinschieben kann. Nein, auf jeden Fall, keine Ahnung. Ich verstehe jetzt den Zweck noch nicht ganz, weil ja die originale Oberfläche hier ist ja auf beiden Seiten hier lackiert. Und man bekommt noch diese Ding. Ich weiß nicht, ob sie davon ausgehen, dass man diese auf die strukturierte Fläche klebt, aber egal, es ist dabei. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, in Anführungszeichen, beziehungsweise es ist ja sowieso alles irgendwie berechnet. Also geschenkt ist es ja nicht, aber der Preis. Und jetzt kommt eben das wieder, da muss man wirklich sagen, in meinen Augen, wer da noch findet, wenn er zu diesem Angebot mit 268 oder was auch immer Franken und ein bisschen weniger Euro, wie auch immer, und ein bisschen Zoll oder scheißegal, Zoll kam bei mir noch, glaube ich, 32, 38 Franken dazu, aber sagen wir mal mit 300 Franken, Pi mal Daumen, scheißegal, so einen Drucker bekommt und dann sagt, es ist teuer, die Scheißenbuhr. Aber ja, ihr merkt, ich bin von dem wirklich überzeugt. Hier noch der Bewegungssensor, Beschleunigungssensor, Vibrationssensor, wie auch immer, natürlich auch dabei. Das mal das. So, jetzt nehmen wir das schnell weg. Und jetzt gleich schon zum Problem, was ich hatte. Er hatte öfters das Problem, wie auch hier bei einem Benji. Seht ihr hier da oben der Nupsi? Er hat angefangen zu drucken und dann blub, blieb er stehen. Er blieb einfach stehen. Einfach leck mich im Arsch. Er hat sich einfach gedacht, fick dich ins Knie, ich bleibe jetzt stehen, mach Pause, mach was du willst. Und das passierte wirklich, ja, eigentlich relativ oft. Er fing an, ganz normal, und blieb einfach stehen, fertig. Kam keine Fehlermeldung, nichts, er blieb einfach stehen. Heizung lief noch, alles, ja, einfach wie auf Stopp. Dann fiel mir was ein, das gibt es ja oft, dieses Problem mit den billigen, abgeranzten, scheiß beknackten Speichermedien, was ihr bekommt beim Ching Chang Chong. Ist der originale, hier da, der da, ich habe ihn auseinandergenommen, da, da, hier, diesen da, Nähtakt da, diesen Nähtakt-Ding da,
USB-Stick da mit so einem Ding drin. Da dachte ich, hey, ich kaufe mir neue USB-Sticks. Und hey, ich bin ja gerade wieder erwacht. Ich glaube, ich schlafe mein Leben. Diese USB-Sticks, die bekommt man in die Nacht geschmissen. Irgendwie 6 Franken hat so ein USB-Stick gekostet mit 32 GB. Und so, cool. 32 GB USB-Stick von SanDisk. Seitdem ich den benutze, keine Probleme mehr. Alles in guter Verfassung diese. No Probleme, alles tipotop. So, der Druck ist auch fertig. Auch PETG. Ach, wie ich das geplant hätte, dass der gerade dann fertig ist, wenn ich ein Video mache. Also könnte man gerade meinen, ich bin vorbereitet, aber das war wieder mal überhaupt mal nur Glück. So. Die Maße, genau, wollte ich euch noch sagen hier. Nein. Funktioniert der überhaupt? Der funktioniert sicher nicht. Den habe ich jetzt wirklich schnell gedruckt. Ich dachte, ich probiere es mal. Anne, Baba. Funktioniert das? Ah, da ist noch. Ich habe noch nie so einen Schraubstings da ausgedruckt, gedrückt, wie auch immer. Ihr seid live dabei, wie ich mich gerade zum Narren bestimmt mache. Andere, wo das schon gemacht haben, so, ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Ich mache nur Videos, weil ich hobbylos bin und nicht weiß, was ich sonst mit meiner Zeit anfangen soll. Aber ich probiere jetzt einfach, wie geht das hier? Geht das, hä? Also es kann sich nur noch um Stunden, Jahre und so weiter handeln. Ich mache irgendwas falsch. Soll ich das nachher noch reinschneiden, ob ich es geschafft habe? Das bewegt sich, aber irgendwie doch nicht. Ah, muss ich das auch noch wegnehmen? Also es kann sich wirklich nur um Jahre handeln. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schnell pausieren soll, das Video. Oder ob ihr dabei bleiben wollt. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Ich könnte Fahrstuhlmusik reinladen. Muss ich das auch noch rausnehmen hier? Okay, das lade ich nachher, glaube ich, rein. Aber, dass ihr seht, ich habe jetzt hier, glaube ich, Maximalgeschwindigkeit 200 reingetan und die Druckzeit war 1 Stunde 15 für dieses Print in Place. Ich glaube, Engländer sagt man ja dazu. Und ich finde, 1 Stunde 20, na, man sieht es wahrscheinlich nicht so gut, weil meine Fresse im Weg ist hier. Weniger Kaffee saufen wäre auch noch eine Sache, das zittert mir nicht so. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich weiß es nicht. Egal, jetzt schnell. Also, er hat es wirklich, finde ich, wieder schön gedruckt. Ihr seht eben das Ghosting hier. Ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet. Ja, ich weiß nicht, ob man das... Ja, ihr seht es hier. Hier habt ihr eben das Ghosting, aber eben für solche Teile zum schnell drucken, wo nicht schön oder perfekt sein müssen, finde ich die Qualität, auch die Oberfläche hier. Also, ich finde den wirklich super, aber das habt ihr ja schon gemerkt. Genau, was ich nicht so super finde, ist, oder ich habe bis jetzt auch noch keine Lösung von sowohl bekommen, also der Support ist zwar bis jetzt schnell, aber die Antworten nicht wirklich hilfreich. Also wenn euch langweilig ist, ihr habt keinen Partner und Domian ist nicht gerade irgendwie zur Verfügung, schreibt sowohl an, könnt ihr ein bisschen texten, und aber erwartet bitte keine wirkliche Hilfe in dem Bereich, dass gleich alles so ihr richtig verstanden werdet und ihr richtigen Support bekommt. Aber sie geben sich Mühe. Also das wird irgendwie in einem Arbeitszeugnis halten. Sie halten ja. Ich kann das nicht schnieren. Super, bitte. Würde dann heißen, sie waren stetig bemüht oder so. Oder stets bemüht, genau. Egal.
Aber was ich nicht so cool finde, ist, dass der Hauptlüfter eben hier, ihr habt ja hier hinten noch ein großes Gebläse, um die schnellen Druckzeiten überhaupt zu ermöglichen, dass das Filament überhaupt noch abkühlen kann in der Zeit. Und das wird, also zumindest bei mir bis jetzt immer, direkt mit dem Bauteillüfter zusammen eingestellt, sprich, die, wenn ihr 50% eingibt an Bauteilkühlung, läuft nicht nur der auf 50% im Kopf hier in die X-Achse, sondern eben auch der hintere große. Und wenn ihr das nicht wollt, dann müsst ihr dann am Display einfach separat den hinteren Hauptlüfter oder Zusatzlüfter für das Bauteil herunterschalten oder ausschalten. Da habe ich bis jetzt keine Antwort bekommen, wie das funktionieren soll. Und wo ich auch noch Probleme hatte, war mit der Bettlevelung. Ich kann euch nicht sagen, wie ich es jetzt gemacht habe. Ich habe dann probiert, zuerst nach die Z so einstellen, dann das Bettlevel, ach, leck mich doch, Kritzwiss, eingestellt einfach. Und dann hat es wieder nicht funktioniert, dann habe ich zuerst das, dann wieder so und irgendwie die Reihenfolge immer hin und her und irgendwann hat es dann gepasst und seitdem passt das super. Was ihr ab und zu noch vielleicht machen müsst, ist dann auch das Set-Offset, wenn ihr anfangt zu drücken. Ich mache meistens so, dass ich zwei Skirts im Slicer einprogrammiere, sprich, dass ich da noch den Z-Offset ein bisschen regulieren kann, wenn es ja sein müsste oder so. Und dann passt das, dann druckt er. Und was ich noch nicht gefunden habe oder blöd finde oder ich bin blind, wie auch immer, man kann viele Parameter einstellen, wenn er am Drucken ist, aber diese Abfuck-LED hier auszuschalten, fand ich nur immer, wenn er nicht druckt. Und die schaltet sich bis jetzt auch immer automatisch ein, wenn ich schlussendlich den Drucker starte. Kann man sicher im Clipper oder so separat einstellen oder so, aber da kenne ich mich noch nicht aus. Also sage ich hier nicht zu viel davon oder über das, weil gibt es irgendwie welche Leute wieder, wo mich berichtigen wollen und so. Also von dem her, obwohl mir das ja eh scheißegal ist, aber egal. Was mir auch noch nicht so gefällt, beim Ender hier hinten hat man für die Flachbandkabel so Führungen zum Reinstecken. Hier macht man das Flachbandkabel mit zwei Kabelbindern an. Und jeder weiß ja, Kabelbinder, wenn man sie zuzieht, werden rund und nicht flach. Und so wird das Flachbandkabel so ein bisschen zusammengedrückt. Das gefällt mir. Und hier oben ist genau das gleiche, aber hier ist es eher flacher noch. Ist auch ein Kabelbinder, wo das Flachbandkabel hier ein bisschen in Position haltet. Das ist beim Ender schöner gemacht, aber das sind Kleinigkeiten, wo man dann halt eben noch ausdrucken könnte. Oder vielleicht kommt es dann irgendwann beim nächsten Modell. Und das Bett hier, das Heizbett, ist nicht isoliert. Habe ich alles an sowohl geschrieben, interessiert sie wahrscheinlich eh nicht. Sie haben zwar Interesse bekundet und sich bedankt, dass ich ihnen Tipps gebe, aber ich denke, das ist ihnen egal. Aber ich habe ihnen gesagt, Heizbett unten isolieren, so wie beim Ender Pro hier. Und ebenso die Kleinigkeiten. Und was auch noch wichtig ist, ist es jetzt rund? Ja, jetzt ist es wieder rund. Und hier, ja, ganz ein kleiner hat er noch. Sowohl, zumindest bei diesem, ist es so, dass sie die Druckbretter oder sprich die Führungsrollen hier beim Zusammenbau im Werk, wie auch immer, anziehen. Quality bis jetzt, was ich so gemerkt habe und andere vielleicht auch, haben es gelernt. Los, locker lassen, da es eben keine Ding dann bekommt, eigentlich Platten, Stammplatten, wie auch immer, dass man dann irgendwie die, wie soll man sagen, so, ja, ihr wisst, was ich meine. Der hatte das noch extrem und das war, denke ich, auch ein großer Grund für die Benjis im Sturm. Also es macht wirklich viel aus. Wenn ihr das Problem hättet, spielt mit der Riemenspannung und bei der Einstellung vom Druckbett, auch hier und bei jedem eigentlich so, schaut wirklich mit der Hand immer,
macht ein Spiel rein und dann schaut und schaut und wirklich, wenn ihr merkt, jetzt ist es fest, lasst es mal so. Genau dann, wenn das Spiel weg ist, lasst es, druckt was und kontrolliert es nachher nochmal, wenn es ein bisschen los ist, wieder nur ein wenig, ganz wenig, so dass es einfach fest ist und dann lasst es. Dann könnt ihr auch schnelle Druckzeiten noch realisieren, ohne dass der Motor hinten sich ein abrackert oder der Motor vor der X-Achse oder irgendwelche Schritte verliert. Und seit ich dem das so gemacht habe und die Riemenspannung eigentlich hier, ihr seht, ein bisschen gelöst habe und wieder probiert habe, ein bisschen mehr und dann schlussendlich die Röllchen etc. Seitdem ist wirklich so, funktioniert er. Leveling, top. Riemenspannung passt ihm auch so und der Anzug von den hier, von den Führungsrollen passt auch. Und seitdem macht er das, was er soll. Er druckt und er druckt schnell und er kann, auch wenn man langsamer druckt, kann er auch schön. Also von dem her, ich bin zufrieden. Und vor allem die Zeiten sind einfach enorm, was man sich spart. Das Ding habe ich mit ihm gedruckt, ihr seht es eben nicht, weiß ist kacki, aber mit irgendwie eine Stunde, ich glaube auch 20 oder so, hier zum Vorbehalten. Und danach der Ender mit der schnellen Ding, ohne Klippe etc. Und mit der schnellen Einstellung hat irgendwie 4 oder 5 Stunden oder so gedauert. Also es macht wirklich viel aus und wenn das Ergebnis dann auch noch passt und so, was will man mehr? Also es funktioniert wirklich bis jetzt somit tadellos. Klar, Langzeit wird sich dann herausstellen, wie es noch, was noch kommt und wie es sich gibt und so. Aber bis jetzt, vom Lieferumfang, von der Beschreibung, vom Support, ich nehme das auch als positiv rein, weil sie schnell zurückschreiben etc. Man kann ja nicht viel erwarten, so böse es klingt bei den Chinesen mit wirklich Hilfe und schneller und guter Support und hilfreicher Support. Ich habe bis jetzt nie wirklich was Gutes erlebt. Aber auch die Verarbeitung für das Geld, dass das Metall ist und Metallrädchen. Ja, also weiß nicht, also keine Ahnung. Man könnte hier noch jetzt Tüpfle schießen und sagen, ja, das könnte aus Metall sein, da die Verbindungsstrebe, die ist eben aus Kunststoff. Könnte, die Z-Achsen hier sind nicht wie beim Ender S1 Pro noch verbunden miteinander hier. Hier ist kein Riemen hier hinten. Aber ich finde das Gesamtpaket, zumindest für den Preis, wenn ich jetzt gekauft habe, ist er gut. Und jetzt kommt genau das. Anfängerdrucker würde ich ihn, als Anfängerdrucker würde ich ihn nicht sehen. Da ist ein Ender oder so noch viel einfacher drauf. Ender, tak, tak, klick, klack und es funktioniert, weil auch, ja, im Prinzip fast immer das Gleiche und das funktioniert einfach. Hier eher ist es wirklich so schon, yeah. Wenn du nicht eine gewisse Erfahrung hast und eine gewisse Geduld mitbringst und so, dann schmeißt du ihn vielleicht am Anfang, bis du das alles eingestellt hast und solche Fehler irgendwie auch weißt und versucht hast und vielleicht eben nicht stundenweise versauscht mit diesen Fehlern, dass du dann auch vielleicht gleich, aha, tak, tak, tak und es funktioniert, ist es wirklich so, dass du ihn wahrscheinlich auf ein Fenster schmeißt oder eben, wenn du motiviert bist, zu einem 3D-Drucker kaufen, demotiviert der dich und du hörst das Hobby wieder auf, weil es verkleidet dir so, wenn es nicht Plug and Play ist. Aber wenn du ein bisschen Erfahrung hast, finde ich, zumindest kann ich nur von meinem reden und Langzeittest kann ich auch noch nicht sagen, funktioniert er gut. Also drucktechnisch habe ich jetzt 16, 18 bis 20 Stunden hat er wahrscheinlich drauf, also nicht allzu viel, aber das sind die Stunden, was er bis jetzt drauf hat, ab dort, wo er eben auch Obenji drucken kann und es funktioniert und keine Versätze mehr hat. Und seit den 20 Stunden druckt er eigentlich wirklich problemlos. Finde ich wirklich easy.
Das Display, genau, das Display. Sollte ich euch auch nach Hauptmenü sollte man drucken. Ich zeige euch schnell. Das Display ist wirklich auch noch, ja, easy einfach. Also nichts Weltbewegendes. Aber es funktioniert auch. Es funktioniert. Ja, gucken wir mal schnell hier da. Es spiegelt ein wenig. Auch die Seitenansicht. Ich sehe immer noch gut, was ich hier sehe in diesem Winkel. Aber es funktioniert gut. Hier haben wir die Einstellungen, Grenzwerte. Das sind die Grenzwerte, wo original bei mir vorhanden waren. Netzwerk funktioniert auch. Habt ihr gesehen, wie viel Scheiß. Was haben wir noch? Hier kann man dann auch, aber das, ich glaube, das, da kommt immer so ein Ching Chang Chong Zeug. Gar nicht warum. Ja, und der Inbound Shaper, dies, das. Also eben, ich glaube, hier müsste ich euch nicht viel zeigen. Hier kann man auch noch Höhe, Druckbett, das Manuelle und das Automatische und die Z-Ausrichtung. Da fahrt er danach ein bisschen hin und her so. So, im Prinzip fahrt er hin und her, geht hier rauf, fahrt um, geht hier ab, blablabla. Also ich glaube, da muss ich euch nicht lange zeigen. Und ihr könnt eben die LED ausmachen auch. Und ihr seht, er funktioniert auch. Das Tipsy-Tapsy hier funktioniert recht gut. Und hier ist eben auch der Lüfter. Hier der da. Und der ist sehr leise natürlich. Den hätte ich eigentlich eingeschaltet lassen können. Weil hier hinten oder drinnen ist es gerade so heiß, weil da 1, 2, 3, 4 Drucker am Drucken sind und er auch noch vorher am Drucken war. Ich könnte kotzen, so heiß ist es und schwül. So. Das. Ja, ihr seht, ich weiß nicht, ob ich das genau erklären muss, das Display. Sonst sagt es mir, falls ich das zukünftig ein bisschen besser erklären sollte. Hier eben die Grundposition. Und hier kann man auch noch eben die Millimeter einstellen. Wie viel Millimeter auf einmal machen soll bei der Bewegung. Finde ich auch noch gut. Hier. Und was auch nicht hat, sind Endstops. Also sprich, hier sind keine Schalter vorhanden. Hier ist nur ein Anschlag-Nupsi hier. Und nirgends ist ein Anschlag. Also so wie bei Bruse und Co. wo keine Endschalter hat. Ja. Ich glaube, hier muss ich glaube nicht mehr zeigen, denke ich. Ich wüsste nicht was und ich will ja nicht das Video noch mehr in die Länge ziehen. Siehst du? So. Voll professionell wieder. Was schraube ich eigentlich die Kackkamera jetzt wieder? Ja, ich muss Ihnen noch was zeigen. So. Jetzt, das haben wir. Das habe ich abgearbeitet. Das, dies, das, das, ja. Lass mich noch schnell überlegen. Gibt es noch was, was noch interessant wäre für euch? Ich wüsste nicht was, aber ich denke, sobald ich das Video am Schneiden bin, sprich am Rendern, fällt mir wieder 50 Sachen ein, was ich sagen wollte. Genau, ich habe hier noch alle Schrauben nachgezogen. Oi, wo seid ihr? Hallo? 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 Ah, oh, oi, ich bin ja hier irgendwo. Oi. Kuckus! So. Oh mein Gott. Ich habe hier zwar alle Schrauben nachkontrolliert, nachgezogen, das mache ich ja bei jedem China-Drucker. Auch beim Rice habe ich es gemacht, einfach weil er schon älter ist und gewisse Druckzeiten drauf hat, bin ich immer jemand, überall alles, jedes Schräubchen, wo ich sehe, dazukomme, einfach nachkontrollieren. Bei Creality waren mehr lose, in Anführungszeichen, also wo ich wirklich noch ein bisschen nachziehen konnte, vor allem von der Y-Achse. Hier eigentlich war soweit alles fest. Man, klar, man kann überall noch voller Hebel würgen, aber noch fest und ab. Aber es war wirklich fest. Keine Probleme. Okay, alles gut. Ich zufrieden. Ich keine Probleme. Ich wüsste nichts, was noch Problem. Also ich glaube wirklich, das war jetzt alles über den Drucker. C'est la vie. Aber ich zeige euch trotzdem noch schnell. Das versuche ich noch zu lösen, apropos, genau. Das will ich mir nicht nehmen lassen. Den habe ich auch da, den Cube hier gedruckt. Calibration Cube, genau, so war der Name. Und die Genauigkeit von dem Cube,
Uno momentas. So, voll professionell. Ihr merkt, ich bin der professionellste Filmemacher auf der Welt. So. Katastrophe. So. Man könnte vielleicht noch gewisses verbessern. Ich schwitze mir den Arsch ab hier. Und es ist Sonntag. Ich hasse Sonntag. Ja. Wir sind hier 1989. Ich weiß ja nicht, wie genau der hier ist. Hier der Power Wix Fix. 1993 und 2014. Jetzt versuchen wir das noch mit meinem japanischen Ding. Das habe ich bis jetzt noch nicht versucht. Aber das würde mich jetzt schon noch Wunder nehmen, was der, wie heißt der eigentlich noch? Hast du nicht gesehen? Mitutoyo. Was der anzeigt. So, gehen wir da nochmal rauf hier. 1995. Also ich finde, also ich persönlich finde, es ist nicht schlecht. Besser geht immer. Und hier, genau das kann ich euch noch schnell zeigen. Das, seht ihr, das, genau das. Das ist der Lack des Druckbettes, was oft haften bleibt. So, aber jetzt mache ich schnell Stopp und versuche hier den Engländer noch zu lösen, weil das geht mir jetzt nicht ganz runter, dass das jetzt einfach so nicht funktioniert. Denn, ich habe hier das Print in Place hier versucht zu drucken mit dem Endeimer. Da kannst du voll vergessen. Ist irgendwie alles verklebt. Und hier, der mit dem sowohl, da ist zwar hier hinten das Ding abgebrochen, ja, aber da ist wahrscheinlich mein Fehler oder vielleicht das Filament. Aber ihr seht, es wäre gegangen, wenn er hinten nicht abgebrochen wäre, die Sau. Also das Spiel so, ne? Ihr wisst, was ich meine? Gut. So, jetzt mache ich schnell das aus hier und dann komme ich gleich wieder. Wo ist die scheiß Fernbedienung? Hier, so. Das funktioniert. Es funktioniert. Ja, es funktioniert. Ich war sehr zu blöde für irgendwas. Hier. Das wäre locker gewesen hier oben. Ja. Ja, ich bin ja ein ehrlicher Gauner, ich hätte es jetzt neu drucken können und euch zeigen, hey, look, es funktioniert. Aber hier, ja, hier ist der, hier oben hat er sich ein wenig verschweißt. Aber ich muss hier natürlich dazu sagen, ich nehme nicht meinen Drucker dann sowohl in Schutz, sondern mit blind bin ich sie auch gewesen, ja. In Print-in-Place-Modelle habe ich so viel Erfahrung. Nein, ein bisschen mehr, aber trotzdem. Ich bin einer, der das runterlädt und die Empfehlungen oder auf was man achten soll von den Einstellungen gar nicht schaut. Ich habe das einfach rein und zack und dann noch schnell gedruckt. Und eben, ich denke wahrscheinlich auch zu heiß, weil ich drucke meistens ein wenig heißer, wenn ich so schnell fahre, dass er nicht irgendwelche Verstopfung bekommt. Aber eben, das funktioniert gut, das dreht super. Die eine Seite wäre auch super lose, funktioniert, aber die andere Seite eben, ja, die Oberseite, hier hat er sich verklebt. Ja, das war wohl nichts, aber ich gebe hier mir die Schuld, weil ich denke, die Toleranzen, was ich eben auch bei diesem da hier gesehen habe, so, das sollte passen. Nur ein kleiner Ding noch hier,
so ehrlich wie ich bin, in der Beschreibung von diesem Bauteil steht ja auch, man muss die Brücken hier schneiden. Habe ich auch erst irgendwann mal gelesen dann. Ich bin immer der, Betriebsanleitungen etc. lese ich nie, einfach. Und dann, hätte es ja so machen können. Ja. Ich bin der Macher und eben nicht der Leser so oft in gewissen Sachen, aber ja, selabi. So, das ist es nun gewesen. Als nächstes zeige ich euch dann noch, denke ich, glaube ich, falls es interessiert, aber ich glaube, gewisse interessiert das schon, gebrauchte Drucker von Anycubic. Somit, das soll es gewesen sein, mit ehrlicher Antwort zu meinem tollen Print-in-Place-Modell. So, dann bis bald hoffentlich und Thürilü, Gülle Gülle, ciao, tschüss. Ach, halt die Fresse.